Türchen Nummer 10. Seid ihr Fan von Schnee? Also ich bin ja eigentlich eher so der Sommertyp, so von mir aus könnte einmal im Jahr an einem Tag Schnee liegen und das ist Weihnachten, also Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen, sagen wir mal vielleicht 2 bis 3 Tage. Und dann baue ich auch schon mal gern einen Schneemann oder einen Schneemenschen, eine Schneegestalt, wie auch immer. Wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ein Schneemann. Ich würde sagen, wir bleiben traditionell. Okay, also ich will gar keine runden Kugeln. Also doch, ich zeichne mir mal so runde vor. Die überschneiden sich aber so ein bisschen. Und ziehen es dann mal so ein bisschen dicker an. Muss auch nicht alles eben sein. Jeden Fall eine Karottennase und ein paar Stockarme. Ich mache den mal so ein bisschen seitlicher. Dann geben wir den noch ein paar Knöpfe und traditionell kriegt er einen Topf auf den Kopf. So, die Frage ist ja immer, wie malt man einen weißen Schneemann oder Schnee allgemein auf weißem Papier? So, es wird ein sehr helles Bild, aber prinzipiell nehmen wir Paints Grau. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist das hier. Seht ihr, das ist nämlich so ein Blauton. So, auch wenn hier vorher Neutraltinte drin war, bleiben wir mal hier bei dem jetzt ist doch viel gewonnen. Mal einen großen Schluck Wasser reinmachen, denn ich möchte es ja recht hell. Also wir werden das so, glaube ich, in 2 Schichten machen. Und zwar, ihr seht das ja hier auch bei diesen Kugeln, ne? So ist es beim Schneemann auch. Alles, was so mittig ist, das bleibt hell. Ja, wir fangen mal unten an. Das heißt, unten bleibt er schattig. Und natürlich auch hier unterhalb der nächsten Kugel. Das passiert auch mit der zweiten Kugel. Steinchen mit, weil die werfen ja auch einen Schatten. Ja. Am besten wäre es ideal, wenn der Rand nicht weiß ist, damit man mit der schön eingerahmt ist. Ne? So, und dann auch hier der Kopf unten. Und dann natürlich hier der Topf. Die Augen und unter der Nase. So, das ist jetzt ein bisschen zu dunkel. Ich nehme mal hier noch ein bisschen Farbe raus. Habe ich euch ja vorhin gezeigt, wie das geht. Ich nehme mal hier noch so ein bisschen Farbe raus. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie das geht. Um nicht so harte Kanten zu haben, könnt ihr hier die Ränder auch gerne noch ein bisschen weicher machen. Das könnt ihr hier unten auch machen. Auf Aquarellpapier lässt sich das noch mal ein bisschen anlösen, aber auch nicht doll, weil Paints Grau doch schon eine sehr haftende Farbe ist. Also dazu muss es schon sehr frisch sein. So. Für die zweite Schicht, das heißt, wir wollen, das überlege ich gerade,
wir müssen ja die Kugeln noch ein bisschen voneinander abheben. Jetzt sieht das alles noch so ein bisschen aus, so wie gewollt und nicht gekonnt. Und deswegen, dann nehmen wir aber mal einen Pinsel, einen Zacken dünner in der Größe 2. Ein ganz kleines bisschen noch dazu. Ein ganz kleines bisschen, dass es nicht zu dunkel wird. So. Und da gehen wir jetzt in der zweiten Schicht. Es muss nicht eben sein, ne? So, dann müssen wir auf jeden Fall hier in diese Bauchfalte, nenne ich es jetzt mal, rein. So, das trennen wir aber gleich nochmal voneinander. Hier am Kopf. Und da oben unter der Nase. Und die Ärmchen vielleicht nochmal. Knöpfchen. Und das Auge. So, jetzt unterscheidet sich schon ein bisschen mehr. Und dann nehmen wir ein bisschen hier von der Neutraltinte. Da gehen wir. Wenn das jetzt miteinander verläuft, finde ich das gar nicht so schlimm. So. Ziehen wir jetzt einfach, da ist halt Ende, ne? So, da sieht man jetzt halt das markante Ende. So, und wenn das so ein bisschen verfranst ist, dann sieht es einfach noch ein bisschen natürlich aus. Aber da sind halt die Kugeln, die miteinander verschmelzen. Als nächstes kommen wir zu den Armen. Und da machen wir jetzt gar nichts Großes draus. Da nehmen wir auch Umbra gebrannt. Gerne noch ein bisschen dünner, also von der Farbe her dünner. Und da gehen wir jetzt einfach nochmal unseren Ast nach. Dann kommen wir zur Karotte. Da gehe ich jetzt mal direkt aus dem Näpfchen. Und der Topf, da nehme ich jetzt auch noch mal ein bisschen größer. Und dann kommen wir mal zu den Ärmchen. So, da gehen wir jetzt bloß noch mal um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen, ein bisschen den 3D-Effekt. So, einfach nur am Rand so ein bisschen. Es muss auch nicht eben sein, muss nicht gleich stark sein alles. Nur damit es sich ein bisschen abhebt und nicht so zweidimensional aussieht. So, die Karotte. Da gehen wir jetzt mit ein bisschen mit dem Cadmiumrot von unten. Das Töpfchen. Und gleichzeitig machen wir dann auch noch die Augen. Malt nicht alles hier, ne? Soll ja noch einen Schatten werfen.
Nimmt doch schon Form an. Einen bräunlichen Ton. Und hier nochmal. So. Und dann würde ich sogar noch mal ein bisschen im Schwarz, weil das noch ein bisschen intensiver ist. Und dann haben wir einen Schneemann. Könnt ihr mir auch noch ein Lächeln einzeichnen? Oder ihr lasst es einfach so. Ich finde ihn ganz süß irgendwie. So, den schneiden wir jetzt noch aus. Und dann haben wir einen Schneemann gebaut. Ganz ohne kalte Finger oder irgendwelche nassen Schuhe. Wir sind ganz trocken dabei geblieben und haben trotzdem einen interessanten Schneemann. Man kann auch eine Schneefrau oder einen Schneemenschen machen. Teilt gerne eure Ergebnisse unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021 und ich freue mich auf eure Motive. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss!